Moin Moin ihr und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Schön, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast und ich habe heute mal wieder einen Interviewgast neben mir und zwar den Janosch Fonger. Wir sind hier gerade auf der Teamvacation und da habe ich mir gedacht, schnappe ich mir dich mal und wir filmen mal ein kleines Interview. Ist glaube ich auch schon ein gutes Jahr her, seitdem wir das letzte gefilmt haben oder sogar einen Ticken länger schon. Länger auf jeden Fall. Ich glaube, das war ja in Bali ja. Und das müsste dann Juli 2018 Stimmt. gewesen sein. Noch ein Ticken länger, deswegen haben wir uns hier Teechen gemacht. Kamin angezündet, der ist noch nicht ganz an, deswegen ist hier auch noch die Tür offen. Werde ich gleich nochmal schließen müssen, wenn der Vater, also wenn der richtig brennt. Und ja, wir fangen mit dem Interview an. Was ich in dem Interview machen möchte, ich möchte mit Janosch mal wirklich auf seine Geschichte eingehen, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat. Das ist wirklich mal eintauchen, dass du so einen Blick bekommst, wie hat das alles eigentlich beim damals angefangen? Was waren seine wichtigsten Skills, Eigenschaften, die er auf diesem Weg sich anlernen musste, um eben ein erfolgreiches Business aufzubauen? Und ich finde, Janosch hat eine ziemlich spannende Story, die er da durchgemacht hat und damit will ich eigentlich auch schon starten, dass wir mal ein bisschen da anfangen. Zu der Zeit, als du das erste Mal auf das Thema Unternehmertum gestoßen bist, das erste Mal auf das Thema, hey, ich möchte mir ein Business aufbauen. Wann war das und in was für einem Kontext war das damals schon Amazon FBA? Weil das war dann ja auch so dein Steckenpferd, mit dem du gestartet bist und richtig erfolgreich wurdest. Aber gab es davor noch was oder war das auch der erste Kontakt? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf eine von diesen so wirst du reich Werbeanzeigen geklickt habe, aber ganz weit weg davon war es tatsächlich nicht, weil ich habe für mich schon irgendwie erkannt, dass ich nur mit Unternehmertum den Lebensstil realisieren kann, den ich führen möchte. Und dementsprechend habe ich auch im Internet so ein bisschen geschaut, was es da so gibt. Und ich glaube, Nischenseiten war zu der Zeit so das große Hype-Thema. Und dementsprechend habe ich mich auch ein bisschen mit Google SEO auseinandergesetzt. Bin da aber nicht wirklich weit gekommen, sondern habe von Google SEO dann recht schnell den Sprung zu Amazon SEO irgendwie gefunden im Internet. Und bin darüber dann, glaube ich, auch relativ schnell auf eins deiner ersten Videos gestoßen und so dann auch zum Thema Amazon FBA gekommen. Das war damals so schon ganz am Anfang, als du die ersten paar. Genau, da hattest du vielleicht 300, 400 Abonnenten so und 5, 6 Videos online, aber mich hat es schon begeistert. Geil. Und dann weiß ich noch, das ist jetzt aus meiner Sicht ein bisschen erzählt, habe ich eine Bewerbung bekommen. Ich habe damals meinen ersten Mitarbeiter gesucht, also eher eine Person, die mir ein bisschen beim Business hilft. Jetzt nicht ein Vollzeitmitarbeiter, sondern ein bisschen Freelance-mäßig. Und da hatte ich dann auch deine Bewerbung dabei. Und wir haben aber irgendwie schon mal vorher geschrieben. Weißt du noch, wie das zustande gekommen ist? Ja, das war ziemlich stumpf eigentlich, weil dadurch, dass du damals noch nicht so viel Reichweite hattest, konnte ich tatsächlich mit einer einfachen E-Mail deine Handynummer besorgen. Habe einmal geschrieben, hallo Lukas, finde cool, was du da auf YouTube machst, schreib mir doch mal bei WhatsApp und habe meine Nummer reingepostet. So. Und warum auch immer hat es funktioniert, hast mir geschrieben, danke für dein Feedback. Und da haben wir, so, keine Ahnung, im Wochentakt vielleicht einmal kurz geschrieben, dass so ein bisschen Vorkontakt vorhanden war. Aber wirklich kennengelernt haben wir uns dann ja auch erst, wo ich angefangen habe, bei dir zu arbeiten. Ja, das war dann, ich glaube, da hatte ich mein Business dann so ein halbes Jahr, vielleicht auch schon fast ein bisschen länger. Dreiviertel Jahr, es lief auch schon super. Ich glaube, das waren dann so 30.000, 40.000 Euro Umsatz damals. Ne? Und du hast dann sozusagen alles übernommen, was die Operations anging, den Kontakt zu den Suppliern, Support und so, hast da glaube ich auch mega viel gelernt. Kannst du auch gleich noch was zu sagen zur Evolution da bei dir. Und hast dann auch dabei dein eigenes Business aufgebaut. Ne? Du hast dazu noch kein Produkt, oder? Doch, tatsächlich. Also als ich zu dir gekommen bin, hatte ich gerade mein erstes Produkt gelauncht. Aber es war vielleicht anderthalb Monate online zu dem Zeitpunkt. Hat gerade so Fuß gefasst im Markt. Und das war eben, wie du schon sagtest, dann aber für mich auch so der Punkt, wo du mir die Zusage gegeben hast, dass ich bei dir arbeiten kann, war für mich so klar, okay, ab jetzt weiß ich, das Thema FBA, das wird funktionieren für mich, weil ich eben den Einblick kriege zum einen in dein Unternehmen, was ja schon 3, 4 Schritte weiter war, deutlich mehr Produkte, alles professioneller aufgesetzt und zeitgleich eben dadurch, dass ich den Support noch gemacht habe von der Academy, wo ich eben Einblick kriege in 30, 40, 50 andere Businesses jede Woche von den Leuten, die eben Nachrichten schreiben. Da hat man einfach super schnell einen Erfahrungsschatz aufgebaut, wodurch ich dann recht schnell einen Wissensstand hatte, der deutlich über das hinausging, was man normalerweise halt mit einem Produkt hat. Ja, aber würdest du auch sagen, dass das so da so ein wichtiger Auslöser für die weitere Evolution, weil ich kenne selber von mir, dadurch, dass ich damals halt erst mein eigenes Business aufgebaut habe, aber dann noch angefangen habe, das Wissen mitzugeben auf YouTube und Co., habe ich einfach so die Wachstumskurve gehabt, weil ich finde, wenn du halt eben was anderen beibringst, du einfach nur auch erzählst, es kann auch nur ein Gespräch sein, also wenn du zum Beispiel auch zu Meetups gehst und mit anderen Leuten sprichst und dadurch auch deine Erfahrung teilst, du lernst so viel tiefer, als wenn du nur zu Hause sitzt und selber lernst und es anwendest, ist auch gut, aber wenn du es eben so ein bisschen auch teachst, in irgendeinem Kreis, kann eine Person sein, kann 10 Leute sein oder Hunderte, festigt das so tief, das ist echt so, das ist in Fleisch und Blut irgendwann dann drin und ich glaube, das war auch
heftig bei dir, wie sich das dann ausgewirkt hat auf die Entwicklung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein altes Sprichwort, will ich jetzt nicht sagen, aber hat man schon öfters mal gehört, wenn man etwas wirklich lernen will, soll man es anderen beibringen. Ja. Und das würde ich so unterschreiben, weil, wie gesagt, ich habe einfach einen Erfahrungsschatz aufgebaut in der Kürze der Zeit, den ich nur mit meinem eigenen Business niemals hätte erreichen können. Ja. Ich finde, das ist immer ein schönes Zitat, was ich immer sage, kein Zitat, aber so ein Sprichwort, Inputs gleich Outputs. Das heißt, deine Inputs, die du bekommst, spielen auch deine Outputs wieder. Und das ist bei allem so. Das heißt, wenn man sich mal, es gibt so eine schöne Grafik da von Newton. Der hat halt natürlich viele Mentoren damals gehabt. Und dann hat er ein Zitat gehabt, wo er gesagt hat, nur dadurch, dass ich auf den Schultern von Giganten stand, konnte ich überhaupt so weit sehen. Ne? Weil er eben durch das Wissen seiner Mentoren eben diesen Blick hatte in die Zukunft und bereits diesen Wachstumsvorsprung hatte. Und dadurch, dass man sich eben stark auf die Inputs fokussiert, was kann ich lernen, wie kann ich mich weiterbilden, kriegt man auch hin, bessere Outputs zu erlangen. Das war bei mir damals recht ähnlich. Ich habe damals echt jede Podcast-Folge mir reingezogen zu dem Thema. Ne? Alles reingeballert, was ging. Jeden Tag 4-5 Stunden nur gelernt und dann den Rest executed. Und dadurch hatte man echt, es war einfach, es war so richtig in einem drin. Ne? Es gibt so Leute, die machen das so jeden Tag 10 Minuten, 20 Minuten. Es geht auch, aber es dauert einfach sehr, sehr lange. Also du brauchst dann ein paar Jahre, bis du irgendwann Momentum aufbaust. Dadurch, dass du wirklich durch so eine Tony Robbins nennt es immer so die Immersion gehst, in kurzer Zeit super intensiv in das Thema dich reinsteigerst, wirklich jeden Tag Stunden, hast du so eine mega Wachstumskurve. Ja. Ja, das ist cool. Dann hast du ein erstes Produkt, hast du gesagt, wie lief das? Was war der Punkt, nachdem du es gelauncht hast? Also es kam gut an, das Produkt. Es hat sich schon sehr ordentlich verkauft. Aber mein größter limitierender Faktor war auf jeden Fall das Kapital. Ich habe angefangen mit 500 Einheiten von dem Produkt, waren nach ein paar Wochen weg. Dann konnte ich nachbestellen. Bis eben diese Nachbestellung in Deutschland war, war ich bestimmt 5-6 Wochen out of stock. Ja. Und das hat sich nicht gebessert, sondern ich habe eigentlich immer nur die out of stock Zeiten verkürzt. Ja. Dann konnte ich mir vielleicht mal 800 Einheiten leisten, dann mal 1000. Dann waren es halt nicht mehr 6 Wochen out of stock, sondern 4 und dann 3. Aber ich bin nicht wirklich dahin gekommen, dass ich so große Profite geschoben habe, dass ich ein zweites Produkt hätte launchen können. Ja. Und das macht natürlich keinen Spaß, wenn man immer nur abwechselnd verkauft und out of stock ist. Habe dann für mich die Lösung gefunden, zu sagen, ich verkaufe dieses erste Produkt, weil die Denkweise war gut. Dann habe ich eben das Kapital, was in dem Produkt gebunden war, wieder frei und kann es genauso gut auch einsetzen in einem anderen Produkt. Aber ich habe eben zusätzlich noch den Kauferlös, den ich dann in ein zweites Produkt auch investieren könnte. In der Theorie super, in der Praxis hat es sogar geklappt, aber jetzt rückblickend muss ich sagen, ich habe es vollkommen unter Wert verkauft. Ich glaube, 2 Monatsgewinne oder so habe ich nur genommen für das Produkt. Ich bereue es kein bisschen, weil ich durch diesen Verkauf eben auch einen Menschen kennengelernt habe, der bis heute ein sehr guter Freund von mir ist, nämlich derjenige, der das Produkt letztendlich gekauft hat. Aber vom finanziellen Standpunkt aus war es halt absolut keine weise Entscheidung. Ja. Hat trotzdem geklappt, muss ich sagen. Habe dann eben 2 Produkte relativ schnell gehabt, nachdem das erste eben abgetreten war und konnte so dann ein bisschen schneller skalieren und diesen großen Erfahrungsschatz, den ich eben schnell aufgebaut habe, überhaupt erstmal zum Einsatz bringen. Ja. Weil das war, glaube ich, noch viel frustrierender, wenn du siehst, okay, ich weiß ganz genau, wie ich jetzt noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Produkt machen könnte, aber ich habe halt nicht mal Geld, um das erste in Stock zu halten. Ja. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du diese Verkaufsentscheidung getroffen hast und auch für wie viel hast du es verkauft? Du hast gesagt, 2 Monatsgewinne, was war das damals? Oh Gott, wenn ich das noch zusammenkriege, ich glaube, es war irgendwas so zwischen 3.000, 4.000 Euro, was der Verkaufspreis war. Ja. Aber die Entscheidung war eigentlich super schnell gefällt. Also ich habe mir halt angeguckt, wie es weitergehen kann und da war eigentlich klar, ich verkürze weiter meine Out-of-Stock-Zeiten und da habe ich nach Alternativen gesucht. Der Verkauf war somit das Erste, was mir eingefallen ist und dann habe ich auch tatsächlich, ich glaube, an dem Tag, wo ich mir das überlegt habe, das in einer Facebook-Gruppe gepostet, das weißt du vielleicht auch noch, die Level Up Family, ein älteres Projekt von dir. Und ja, dann an dem Tag war es sogar verkauft, wahrscheinlich aufgrund des erschreckend niedrigen Verkaufspreises, wo ich keine Ahnung hatte, dass das wirklich so wenig ist. Hab dann 15 Minuten oder so, nachdem ich den Post eingestellt habe, einen Anruf schon bekommen von der Person, die es letztendlich gekauft hat. Liebe Grüße an dich, Joe. Und ja, dann war der Deal eigentlich auch schon durch. Ja. Schnelle Entscheidung. Wie lange war das vom Zeitpunkt, als du gestartet hast mit dem Produkt? Also Launch des Produktes, bis du dann, sag ich mal, das Momentum hattest, um es zu verkaufen? 3-4 Monate, würde ich schätzen. Okay. Ja. Aber will ich jetzt auch nicht die Hand fürs Feuer legen, weil das jetzt 3 Jahre her ist. Ja. Was ich ganz spannend finde, das gebe ich auch öfter mit, ist halt beim E-Commerce-Business, ist halt so, dass am Anfang dein Wachstum nicht unbedingt im Umsatz geschieht oder im Gewinn, sondern viel in deinen Assets. Das heißt, bei dir war es ja auch so, du hast mit 500 Einheiten angefangen,
dann hast du natürlich Gewinne erwirtschaftet, sodass du dir danach 800 Einheiten ungefähr leisten konntest, dann 1000. Das heißt, du reinvestierst deine Profits, die du erstmal erwirtschaftest, in mehr Ware, damit du halt nicht mehr out of stock gehst. Und das Witzige ist, das passiert in nicht nur, wenn du mit dem ersten Produkt anfängst, kann ja auch noch passieren, wenn du mit dem das dritte, vierte, fünfte Produkt ist. Du bist immer wieder, weil Produkte laufen besser als erwartet. Das heißt, du musst eigentlich noch mehr Ware einkaufen und das ist halt echt ordentlich Kohle, die dann immer wieder investiert wird, die du dann bindest, die natürlich dann auch dafür sorgt, dass du tagtäglich echt ordentlich Einheiten verkaufst auf der Plattform, ordentlich Profits generierst und das Produkt dann mal nach ein paar Monaten stabilisiert ist, so würde ich es mal nennen. Das heißt, du hast jetzt die Profits wieder reinvestiert, das Produkt läuft einfach, sage ich mal, vom Investment her, dann kannst du die Profits auch anders investieren, wie ein neues Produkt dann. Ne? Und das ist halt spannend, weil ich finde halt besonders am Anfang ist es halt echt super, super langsam, weil du erstes Produkt, gehst out of stock, reinvestierst, mehr Ware, es dauert 2, 3, 4 Monate wie bei dir und dann hast du Kapital und dann kommt das zweite Produkt. Und mit dem zweiten Produkt hast du jetzt ja schon zwei Maschinen, die dir tagtäglich Geld generieren und dann geht es doppelt so schnell. Und dann kommt das dritte und vierte und fünfte und irgendwann hast du dann nicht mehr das Problem, dass du kein Kapital, also dass dir Kapital fehlt zum Wachsen, sondern die Zeit. Und dann kommt so die Transformation, dass man sich ein Team aufbaut. Ich denke, da werden wir nachher auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir da hinkommen, weil das auch sehr, sehr spannend ist, dann diese Transformation dahin. Ja, das ist so ein bisschen so der Evolutionszyklus. Nach dem Verkauf hast du zwei Produkte direkt gesourced. Genau. Wie war so da der Vorgang? Genau gleich wie beim ersten Produkt hast du irgendwie andere Rückschlüsse gezogen, dass du was anders machst? Was war so Fazit, was du so vom ersten Start gelernt hast? Tatsächlich habe ich, glaube ich, genauso weitergemacht, weil das hat ja auch super gut funktioniert mit dem ersten Produkt. Ja. Deswegen, ich saß ja auch auf heißen Kohlen, mir hat nur das Kapital gefehlt. Ich hatte soweit schon alles vorbereitet, ich wusste, welches Produkt soll kommen. Ich hatte auch schon die Herstellerrecherche abgeschlossen. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass man dann eben auch vorarbeitet, wenn man irgendwo ein Bottleneck hat, dass man dann eben, sobald die Lücke geschlossen ist, auch in die Umsetzung kommt. Und an sich ging es dann so weiter, nicht nur mit dem zweiten und dritten Produkt, sondern auch bis hoch aufs 10., 11. Produkt irgendwann, dass ich einfach nur diese Liste abgearbeitet habe an Produkten, weil ich da halt auch absolut keinen Branding-Hintergrund hatte, sondern klassische Cashflow-Marke. Ich habe einfach nur geguckt, wo ist ein gutes Verhältnis von Umsatz zu Konkurrenten, die Produkte entsprechend ausgewählt und dann immer, wenn ein bisschen Geld übrig war, um so ein Produkt auch umzusetzen, dann habe ich es gemacht. Ja. Das finde ich bei dir sehr bemerkenswert, weil ich bin eher jemand gewesen, der auch immer diesen Branding-Faktor drin haben wollte. Und am Anfang war ich, sag ich mal, so vor dir mit dem ganzen Stuff, weil ich habe ja auch früher angefangen, gutes Dreivierteljahr, würde ich sagen, so in dem Dreh, ein Jahr vielleicht. Und dann drei Jahre später ungefähr, nachdem wir uns halt immer mehr auf die Brand fokussiert haben, auch einen anderen Wert aufgebaut haben, muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, dass eine Brand einen anderen Wert hat im Verkauf als eine Cashflow-Brand. Aber du halt rein vom Umsatz her einfach vorbeigezogen bist, weil du einfach diese Consistency hattest, immer wieder Checklist runter machen, Produkt auf dem Markt, Checklist. Du hast halt eine krasse Consistency gehabt. Und das fand ich auch geiles Learning für mich, wie wichtig eben Consistency in einem Business ist. Dass du eben dich auf eine Sache fokussierst, weil du hast echt immer einen richtig krassen Fokus drauf. Auch heutzutage noch bist jemand, der sagt, hey, mein E-Commerce-Business ist mein Baby, voll ein Fokus drauf, ich skaliere das. Und da halt tagtäglich Effort reinzustecken und jeden Tag 3, 4 Schritte nach vorne macht halt einfach langfristig jetzt über 4 Jahre, ist es jetzt schon ungefähr her, einfach wirklich mehrere Meilen aus. Und das finde ich auch so eine bemerkenswerte Sache, die ich von dir auch da gelernt habe, die ich sehr, sehr cool fand. Was würdest du sagen, waren jetzt so eine Evolution von 1, 2 Produkten zu diesen 10, 11 Produkten, die du gesourced hast und auf dem Markt warst, das so vielleicht ein paar Dinge, die du dabei gelernt hast, wo du gesagt hast, wow, das war echt was, wo wusste ich vorher nicht, das musste ich praktisch irgendwie lernen. Also ich denke, die beiden größten Treiber in der Evolution waren Team und Kapital. Mhm. Und Kapital, da war ich am Anfang auch viel zu zurückhaltend mit Fremdkapital. Ja. Gerade weil es halt auch mein erstes unternehmerisches Projekt war. Ich war sehr jung und habe da natürlich Hemmungen gehabt, wirklich Fremdkapital aufzunehmen. Hätte mir allerdings einen extremen Katalysator gebracht, weil einfach das Kapital im Warengeschäft immer die größte Limitierung ist. Mhm. Und da hätte ich viel früher auch schon mal Fremdkapital aufnehmen sollen, anstatt eben diese Out-of-Stock-Zeiten zu verkürzen. Das kann man eben mit den paar Prozent Zinsen, die man zahlt, super ausgleichen schon. Und das Zweite ist eben Team. Ja. Du kommst irgendwann an die Grenzen deiner eigenen Arbeitskraft. Ich habe damals schon bestimmt 15 Stunden am Tag gearbeitet, alleine in meinem Kinderzimmer. Aber irgendwann reicht das halt nicht mehr, sondern du brauchst Unterstützung. Und das war auch wieder ein Punkt, der nicht nur fürs Business besser war, sondern mir auch wieder viel mehr Spaß gebracht hat. Ja. Wenn du ein bisschen Verantwortung trägst für ein Team, wenn du generell eben Leute hast, mit denen du zusammenarbeitest, vor allem auch Leute mit anderen Stärken, die dir sagen, guck mal, so können wir das doch viel geiler machen. Und du eben so siehst, wie mehrere Leute gleichzeitig daran arbeiten,
dein Baby, was zuerst nur deins war, zusammen wirklich weiterzuentwickeln und immer weiter zu professionalisieren. Ja, das ist mega wichtig. Ich denke auch besonders, das ist einfach immer so die zwei größten Hebel in einem Business, weil mehr Kapital hast du eben, kannst deine Maschine eben erhöhen, kannst mehr Produkte sourcen, aber Kapital bringt dir alleine nichts, sondern du brauchst das Team. So, weißt du, weil sonst hast du, fehlt dir die Zeit, wenn du 50 Stunden am Tag arbeitest und nicht unbedingt gesund, wenn man das ein paar Jahre macht. Absolut nicht. Das sollte man nicht tun. Sehr kurzfristig gedacht und dann brauchst du eben das Team, was halt geil ist dahinter. Sagen wir von den Skills her, ne, weil du hast dich auch wahnsinnig weiterentwickelt, so was waren da so ein paar Dinge, die du gelernt hast jetzt auf diesem Weg von den ersten paar Produkten zu diesen 10, 11 Produkten, die du da bis zu dem Zeitraum, danach ging es natürlich noch weiter, können wir auch nochmal drüber sprechen. Was waren da so Dinge, die du gelernt hast, die dir einfach viel geholfen haben, wo du sagst, boah, dieser Skill war echt ein richtiger Hebeleffekt für meine unternehmerische Entwicklung. Okay. Ich glaube, das, was du eben angesprochen hast, Fokus. Man hat immer dieses Shiny Object Syndrome, dass man links und rechts guckt, was könnte man noch machen. Weil gerade sobald man irgendwie erste Erfolge einfährt mit Unternehmertum, kommen von überall wieder andere Optionen, Möglichkeiten, die man auch machen könnte. Und da muss man halt die Disziplin besitzen, sich nicht ablenken zu lassen und zu sagen, okay, dann mache ich hier noch ein Nebenprojekt und da noch eins und hier noch eins und gucke, wie ich das noch machen kann, sondern eben den Fokus zu bewahren auf das, was man wirklich machen möchte und da eben auch durchzuziehen. Ja. Und einen zweiten Punkt habe ich gerade vergessen. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Ja, stimme ich dir 100% zu. Bei mir war Fokus auch mit einem der größten Wachstumstreiber. Ich musste es mehrmals lernen. Ich dachte, ich habe es schon gelernt. Habe es dann doch nicht gelernt. Musste es nochmal sozusagen erfahren, dass ich einfach zu viel mache. Ich bin auch jemand, ich mache sehr gerne ein paar Dinge mehr nebeneinander. Da gibt es auch unterschiedliche Unternehmertypen, das auch gar nicht gewinnbringend. Also es ist nicht besser oder schlechter, dass man das ist. Man muss einfach nur dann seine Stärken einsetzen, weil es ist definitiv eine Stärke, auch sich auf zwei, drei Dinge gleichzeitig zu fokussieren und die zu pushen. Musst du halt nur anders dein Team strukturieren, musst du auch anders deine eigene Arbeitszeit ein bisschen strukturieren. Was ich aber jetzt tue, seit anderthalb, zwei Jahren, nachdem ich das dann wirklich gelernt habe, ich mache es nicht mehr unternehmensbasiert. Das heißt, ich habe nicht mehr drei, vier Unternehmen, die ich nebenbei mache. Das war damals so mein Weg. Sondern ich habe ein Unternehmen, wo ich meine kreative Vielfalt in verschiedenen Projekten auslebe. Das heißt, ich arbeite jetzt nicht drei Monate nur an einer Sache. Das würde mir persönlich ein bisschen zu eintönig werden. Gibt es Leute, die können das super gut machen. Sondern ich habe dann, wenn ich so ein Drei-Monats-Projekt habe, teile ich das unter in sechs Wochen. Hau dann dazwischen nochmal gern zwei Wochen rein, wo ich an was anderem arbeite. Das schließe ich natürlich dann auch ab. Also da suche ich mir was aus, was dann perfekt auch passt. Und dann gehe ich da nochmal ran. Weil wenn ich, wie gesagt, gerade zum Beispiel das Trainingsprogramm bei MC Ventures, das war jetzt ein 8-Monats-Projekt, wenn ich das 8 Monate hintereinander durchgezogen hätte ohne eine Pause, da kommst du einfach in so ein, das macht dann nicht mehr so Spaß. Das ist halt wie dein eigenes Hamsterrad, was du dir baust. Du stehst auf und hast jeden Tag das Gleiche zu tun. Und das ist, finde ich, das können viele Unternehmer auch nicht, weil genau deswegen sind sie ja nicht Angestellter, weil sie eben dieses Routinierte nicht so gut können. Und das ist einfach was, womit sie nicht so gut arbeiten können. Natürlich kannst du auch einen Job haben, wo es vielfältig ist, aber dann brauchst du halt schon einen sehr hohen Job im Management, wo es dann auch wirklich, sag ich mal, in diese Rollen geht, wo du dann auch sehr viel Verantwortung hast. Aber das war bei mir damals so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich brauche da auch kleine Steps zwischen. Ich glaube, Amazon ist sogar ein ziemlich gutes Beispiel dafür, weil die haben ja auch mit AWS ihren Software-Part, dann mit Prime ihren Shipping-Part, generell natürlich den Marketplace, also viele verschiedene Unternehmen an sich, aber alles unter einer Schirmherrschaft, sodass es wieder ein gutes Ökosystem ergibt. Ja. Solange man das irgendwie berücksichtigt, kann man, glaube ich, auch mehrere unterschiedliche Projekte super parallel führen, weil es halt zu Synergien führt. Ja. Genau, solange sie sich unterstützen gemeinsam, ist alles gut. Solange du aber wirklich heute machst du irgendwie Nischenseiten und heute Amazon FBA, dann wird es schwierig, weil du echt, du hast auch komplett verschiedene Skills, die du lernen musst auf eine gewisse Art und Weise. Klar, gewisse Dinge sind ähnlich, aber du musst halt ein ganz anderes Handwerk dahinter verstehen, die Skalierung funktioniert anders und das ist dann eher, das zieht dich dann eher runter im Speed. Eine Sache, die du, glaube ich, auch noch sehr stark gelernt hast, vielleicht hast du auch noch ein paar, die du gleich nennen kannst, mir ist gerade noch eine eingefallen, ist Copywriting, also Marketing, Verkauf. Ich weiß gar nicht, wie du das Ganze überhaupt gelernt hast. Ich glaube, ich habe dir da auch ein bisschen was zu gegeben damals. Kann gut sein, ja. Und dann bist du recht sehr stark in das Thema eingetaucht. Du warst dann auch immer mein Mann, wenn es um Listings geht, weil ich damals echt nicht so derjenige war, der Lust hatte, so zu schreiben. Das lag mir nicht so. Heute habe ich den Skill auch ganz gut ausgebaut, aber damals war es so, nee, lieber wen machen, der es wirklich kann. Und da warst du jemand, der das halt echt richtig gut konnte und noch richtig Spaß dran hatte. Und ich glaube, das war auch so ein Skill, der dir super viel gebracht hat, immer weiter gute Produkte auch im Markt zu positionieren, weil du eben wusstest, wie du sie verkaufst. Das ist auch bei vielen Unternehmern, was ich sehe, die haben entweder so gute Marketing oder sie sind gut in der Produktentwicklung. So. Und dann fehlt dir aber oft der andere Skill, weil wenn du ein gutes Produkt hast,
aber kein gutes Marketing, dann machst du niemanden aufmerksam auf dein Produkt. Du kannst eigentlich gar nicht verkaufen. Wenn du aber nur gutes Marketing machst, kein geiles Produkt, dann wirst du am Ende dazu kommen, dass du ja nicht langfristig irgendwie erfolgreich als Unternehmer wirst, weil das Produkt einfach natürlich das ist, was du verkaufst, und das Schlechte ist, dann funktioniert es vorne und hinten nicht. Und da hast du mega geil diesen Marketing-Skill noch angeeignet. Und ich glaube, die Synergie aus Produktentwicklung, dieser Genauigkeit dahinter und diesem Marketing hat auch zu mega viel Erfolg in jedem Produkt geführt, was du gesourced hast. Jein, also auf jeden Fall ja, Marketing, da habe ich schnell eine Leidenschaft gefunden. Generell Verkaufspsychologie, Copywriting, habe ich einfach sehr schnell gemerkt, okay, zum einen, ich habe eine ganz gute Ausgangslage schon gehabt, es kam relativ natürlich, aber es hat mir halt auch sehr viel Spaß gemacht, dann noch weitergehen zu lernen. Ja. Beim Produktentwicklungspart würde ich nicht 100% zustimmen. Die Kompetenzen habe ich mir eigentlich von Anfang an reingeholt, weil ich da vielleicht auch überdurchschnittlich genau bei den Samples nachgeschaut habe, aber vor allem eben durch die Unterstützung, die ich am Anfang von meinem Vater bekommen habe und mittlerweile von meinem Geschäftspartner bekomme, werden die Produkte richtig gut. Ja. Weil ich sag mal, meine Stärke ist, sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Dieses Pareto-Prinzip habe ich sehr verinnerlicht, aber dadurch werden die Dinge halt eben auch meistens nur 80% gut. Ja. Und wenn du ein Produkt rausbringst, sollte es schon mal mindestens 95% gut sein, eher 100. Und da braucht man dann einfach jemanden in meiner Situation, der diese 80% nochmal ausdehnt auf eben die letzten Prozente. Und das war eben in der Anfangszeit mein Vater, der allen Sample-Tests immer sehr kritisch dabei war und gemeint hat, nee, so kannst du das nicht verkaufen, das muss so und so. Ja. Dann habe ich das natürlich auch umgesetzt. Ja. Mittlerweile mein Geschäftspartner, der das auch wunderbar umsetzt und da immer wieder die letzten Prozente in der Produktqualität rausholt. Ja, das ist geil. Trotzdem hast du das Bewusstsein dafür gehabt, das ist ja schon mal das Wichtige. Ja. Das heißt, du wusstest, wo der Standard ist, wo er sein soll, und hast ja die Kompetenz reingeholt. Und das finde ich auch eine Eigenschaft des Unternehmers, die super wichtig ist. Das heißt, er erkennt, wo ist er gut drin, wo ist er nicht so gut drin, und holt sich dann die Kompetenz rein und gleicht sich damit eben selber aus. Ja. Und macht es dann nicht selber und denkt sich, ja, ich spare damit, weiß was ich, paar hundert Euro oder so, dafür passt schon. Weißt du, das ist nicht so die richtige Einstellung. Das ist doch immer wieder gemacht. Ne? Was waren da so Kompetenzen, die du dir reingeholt hast, wo du selber, also vielleicht nochmal davor angesetzt, woran, wie hast du erkannt, dass du da nicht so die Kompetenz hast? Hast du dich da auch mal hingesetzt? War das so ein Lernprozess, wo du es auch mal selber gemacht hast und dann gelernt hast, okay, liegt mir nicht ganz so? Also wie war da so die Recherche, das immer wieder rauszufinden? Ich glaube tatsächlich viel auch mit Vergleichen mit der Konkurrenz. Also das ist ja generell bei Amazon FBA ein großer Punkt, zu gucken, was ist der Standard im Markt, und man muss natürlich drüber kommen, wenn man langfristig Erfolg haben will. Mhm. Und wenn man dann relativ schnell sieht, okay, so wie ich es angehe, bin ich einfach nur in diesem Standard und nicht drüber, dann ist eigentlich klar, dass du dir externe Kompetenzen dazu holen musst. Und das ist halt mit steigendem Wachstum natürlich auch in immer mehr Bereiche übergegangen. So, die ersten Punkte waren im Kreativen. Ich kann keine Verpackungen designen, ich kann keine tollen Produktfotos schießen. Da habe ich dann recht schnell Unterstützung dazu geholt. Und mittlerweile sogar auch für nischigere Bereiche wie allein die Compliance, um ganze Zertifikatsthemen zu übernehmen. Ja. Das ist natürlich auch was, wo man dann jemanden haben sollte, der darin aufgeht und eben diese 100% rausholen kann. Ja. Was würdest du sagen, ist bei Amazon FBA sind so die Top-Kompetenzen, die ein Unternehmen haben muss? Also was sind da so die Kernbereiche, die einfach wirklich auf 120% sein müssen, dass das skaliert und weiter erfolgreich wird? Produktqualität auf jeden Fall ist das Allerwichtigste. Das muss man sehr, sehr gut auf die Kette bekommen und das dann entsprechend zu vermarkten. Und das ist dann halt wieder eine Sache, wie man es unterteilen will. Zur Vermarktung gehört nämlich Copywriting, aber eben auch gute Produktfotos. Ja. Da gehört auch dazu, dass du ein schönes Verpackungsdesign hast. Da gehört auch dazu, gute PPC-Anzeigen zu schalten. Es gibt eben mehrere Bereiche, und umso größer man wird, umso spezialisierter kann man, glaube ich, die Leute auch dort einsetzen. Am Anfang ist es klar, da muss man sich entscheiden, okay, übernehme ich Marketing jetzt selbst, da muss ich mich selbst auch mit PPC auseinandersetzen und damit, wie man gute Texte schreibt als Beispiel. Ja. Stimmt, definitiv würde ich auch so unterteilen, die zwei Bereiche. Und die spielen auch beide miteinander überein. Du brauchst beide auf dem gleich hohen Level. Wenn eins runterfällt, dann lässt du einfach Potenzial liegen. Ja. Da muss man selber analysieren, wo man da genau Unterstützung braucht. Auf jeden Fall alles selber machen. Ich kenne keinen, der alles in diesen Bereichen selber macht oder machen kann vom Skill. Weil es echt, du musst dir vorstellen, Produktentwicklung, Compliance, das ganze Thema, braucht halt ein ganz anderes Skillset, einen ganz anderen Menschen, der dahinter sitzt, als jemand, der Designs macht. So. Ja. Also wenn du das mal tauschen würdest, jemand, der Designs macht, und mal sagst, hey, mach mal 3 Tage Compliance und kümmere dich darum, dass das Produkt den Standards entspricht, der würde wahrscheinlich weinen wieder rausgehen und sagen, hilf, ich will wieder zurück. Ja. Ein Kompetenzbereich, den ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen will, ist auf jeden Fall Controlling und das ganze Finanzielle.
Da habe ich mir mittlerweile auch einen Geschäftspartner dazugeholt, der eine super Expertise darin hat, weil gerade ab einem gewissen Skalierungsgrad ist es unabdingbar, dass man da Top-Top-Prozesse aufgesetzt hat, um eben dieses Cashflow-intensive Geschäftsmodell trotzdem immer mit Überblick betreiben zu können und nicht Gefahr zu laufen, dass man irgendwann alles in Ware hat, nichts mehr auf dem Konto und dann kommt irgendeine Rechnung rein. Das wäre natürlich fatal. Dementsprechend, sobald die Geldbeträge ein bisschen höher werden, muss man auch da wirklich sehr, sehr genau arbeiten. Ja, das stimmt. Also habe ich letztens auch ein Video darüber gemacht, über die finanziellen Metriken. Und das irgendwann wirklich zu verinnerlichen in der Company ist so wichtig fürs Wachstum. Du kannst eigentlich gar nicht anders wachsen, als wenn du deine Zahlen ganz genau kennst. Wir haben auch bei uns in der Company so ein super High-Quality-Cashflow-System gebaut, weil es einfach irgendwann nicht mehr ging. Also du kannst halt nicht mit normalen irgendwie Tabellen irgendwie was berechnen und dich einmal hinsetzen, was runterschreiben. Das geht noch bei den ersten zwei, drei Produkten vielleicht, aber dann wird es halt einfach, also selbst da macht es schon mehr Sinn, mit einem Tool zu arbeiten, irgendwas professionell. Es geht noch, aber es ist halt einfach echt nicht schön und du kannst auch so viel mehr rausholen, weil du einfach wirklich diese Limits ja ausschöpfen kannst. Du weißt halt genau, was in der Zukunft passiert, weil du forecastest ja auch und kannst dann einfach viel bessere Entscheidungen treffen, ne? Und dann deine Company wirklich nach vorne bringen. Genau. Ja. Also ihr merkt auch schon, es gibt immer mehr Bereiche, umso größer das Unternehmen wird, wo man auch Leute drin haben sollte, die das eben zu 100% erfüllen. Sprich aber auch, umso größer das Unternehmen wird, umso wichtiger ist eben der Skill Führung, dass man eben diesen Leuten ein Arbeitsumfeld schafft, wo sie Lust drauf haben, ihre Skills auch einzubringen. Mhm. Weil irgendwann ist deine Aufgabe vor allem, dass du die anderen Leute richtig einsetzt. Ich würde auch sagen, in der jetzigen Situation ist vielleicht 30-40% meines Arbeitsalltags nur diese Teamführung zu gucken. Mhm. Wie kann ich eben allen anderen Bereichen die optimalen Bedingungen schaffen, um das Unternehmen maximal voranzutreiben? Ja, spannende Entwicklung. Können wir gleich nochmal anschneiden, weil ich finde auch, da muss man auch wieder so ein bisschen so sein Skillset ändern. Man muss andere Dinge wieder lernen, um das gut zu managen. Da muss man auch der Typ für sein, muss man sagen. Es gibt ja auch viele, die bauen Unternehmen bis zum gewissen Grad auf und sobald es dann einfach auch an Menschen geht, verkaufen sie es so ein bisschen, weißt du so. Oder lassen es einfach bei einem Level, wo sie es einfach vielleicht nur mit einer Person laufen lassen können, aber wollen gar nicht ein Team aufbauen. Da gibt es auch, ist ja auch gar kein Thema, weil diese Evolution von, ich habe ein Unternehmen, was jetzt eine Person hat, die es managt, zu, ich habe ein Team aus 5 bis 10 Leuten, ist eine ganz andere Stage. Die braucht immer mindestens 1 bis 2 Jahre, die man durchlaufen muss, an Erfahrung, die man da aufbauen muss. Und man macht auch Fehler, man hirrt mal die falsche Person, man trifft nicht so gute Entscheidungen, das ist ganz normal. Es ist wirklich wie Unternehmertum 2.0, in das man so reinrutscht dann, was dann wirklich eigentlich Unternehmertum ist. Weil eigentlich ist man ja alleine, ist man selbstständig, selbst wenn man ein Business hat. Und alleine ist man selbstständig, Unternehmer wirst du erst, wenn du ein Team hast. Offiziell, wenn man es mal so sagen würde. Lass noch ein bisschen die unternehmerischen Kompetenzen eintauchen. Was waren da so Dinge, die dir beim Aufbau deines Unternehmens sehr geholfen haben? Also wirklich so Charaktereigenschaften. Ich kann auch noch mal ein paar Charaktereigenschaften nennen, die ich bei mir sehr, sehr wichtig finde, die mir täglich helfen, weil ich finde das auch immer so eine Sache. Klar, jeder hat andere Charaktereigenschaften. Ich würde sagen, das kann man so ein bisschen bezeichnen als Dinge, die einem auch oft leicht fallen. Das ist so ein bisschen in die Wege gegeben und hat jeder andere Dinge. Und da muss man so ein bisschen auch mit der Zeit, das ist nämlich wirklich der Skill, herausfinden, was sind die für einen. Ich weiß noch, als ich das erste Jahr hatte, ich keine Ahnung, was kann ich gar nicht gut, was nicht gut. Und mit Jahr für Jahr, Monat für Monat wirst du eben besser darin zu wissen, wo sind meine Stärken, wo liegen die, aber wirklich auf Charakterebene. Ne? Es gibt zum Beispiel Menschen wie der Hannes, der halt super gut Menschen kann, so sehr, sehr gut dieses Mitmenschen arbeiten, das Kreative auch dahinter. Und dann gibt es Menschen wie wir, da sind wir auch ein Ticken ähnlicher, die jetzt sehr, sehr rational analytisch vorgehen, ne? Sehr strukturiert in allem. Und dafür fehlen uns dann andere Kompetenzen, die wir ausgleichen müssen. Auch wieder das gleiche Thema, du brauchst den Ausgleich irgendwie in deinem Business, denn jede Rolle braucht ein anderes Skillset. Was würdest du sagen, waren da bei dir wichtige Dinge, die dir sehr geholfen haben? Ja, auf jeden Fall dieses Selbstbewusstsein, also nicht ein wichtiger Unterschied, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ja. Selbstbewusstsein im Sinne von sich Selbstbewusstsein, was kann ich und was muss ich mir eben dazu holen, damit man ein funktionierendes Gesamtkonstrukt hat. Und ich glaube auch, wie du gerade gesagt hast, ich bin eher so der rationale Typ, sprich die Kompetenzen, die ich hatte und auch gut weiterentwickeln konnte, war immer diesen Schritt rauszugehen und zu gucken, wo muss dran gearbeitet werden, diesen Fokus eben zu bewahren, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, um immer wieder den größten Hebel zu finden und keine Ressourcen in irgendwie Bereiche zu stecken, die einen nicht weiterbringen, die wenig Output am Ende haben und da eben immer klar aufs Ziel gerichtet zu sein und so diese Entwicklung voranzutreiben. Ja, was ich auch als wichtiges Thema anziehe, ist halt dieses Rein- und Rauszoomen, so nenne ich es immer. Das heißt, du brauchst halt den Detailblick, du musst in den Bereich reinzoomen, gucken, was geht da ab und dann auch wieder raus in die Vogelperspektive und gucken, was stehen für Projekte an, was ist gerade hier am wichtigsten für uns, was ist jetzt der Schritt, der uns am meisten
nach vorne bringen. Da finde ich immer, das ist ein ganz gutes, ganz gute Metapher für so ein Input-Output-Verhältnis. Das heißt, was ist der Input, Zeit und Geld, steckt man rein an Energie und was kriege ich am Ende bei raus? Also Ende Wachstum im Unternehmen, das kann auch eine Zeitersparnis sein. Es muss gar nicht immer nur Umsatz sein, sondern es gibt auch andere Dinge, die sich im Unternehmen sehr, sehr viel bringen, abgesehen vom Umsatz. Zum Beispiel, dass ein Unternehmen simpler wird. Ne? Also es macht viel, dann wird es leichter, so kann man sich das vorstellen. Es ist einfach, ne, das Unternehmen kann sehr schnell schwer werden, wie so ein dicker Stein, den kannst du voll schwer bewegen, wird unflexibel, da will man immer leicht bleiben. Das ist auch zum Beispiel ein starker Output, den man irgendwann sehr, sehr wertschätzt, wenn man größer wird. Und das ist immer so ein wichtiger Skill, halt rauszugucken, was sind die nächsten Steps, wie soll das nächste Jahr aussehen, der nächste Monat, was steht an? Und dann aber auch wieder ins Projekt zu zoomen und zu executen. Ne? Ja. Weil wenn du eben nur in diesem Vogelperspektive hängen bleibst, dann bist du so ein Träumer. Du hast immer diese Träume, diese Vision, was geht, was kann alles passieren, wie cool kann das alles werden. Es ist cool, den Skill brauchst du, aber dann brauchst du irgendwie auch wen, der in die Details geht und executed. Manche Leute haben das eben so ganz gut beides ausgeprägt. Man kann sich das so antrainieren, dass man die Schwäche ein bisschen mehr ausprägt. Wenn du aber merkst, du bist zum Beispiel mehr der Detailtyp, der in die Execution geht, der fehlt manchmal die Vogelperspektive, dann hol dir da auch irgendwann eine Kompetenz ins Team, der eben eher so ein bisschen der Visionär ist, der die Company wirklich da nach vorne pushen. Andersrum genauso, ne, wenn du eher jemand bist, der so oben ist, die Strategie, was steht an, also die ganze Planung von oben und im Detail zwar auch ne, vorankommst, aber der ist einfach mehr Energieaufwand, das merkst du auch mit der Zeit, so nach einem guten Jahr, ein, zwei Jahren. Im Business wirst du immer mehr merken, was fällt dir leicht und was fällt dir nicht so leicht und dann kannst du es einfach wirklich runterschreiben und du wirst immer besser. Du musst halt echt dich oft so von oben mal sehen, so self-aware einfach sein, so weißt du, ja. Wer bin ich, was kann ich nicht so gut, diese Brille einfach immer wieder einzunehmen. Ja. Das ist ein wichtiger Skill. Jetzt in der Entwicklung, du hast, ich glaube, dieses Jahr zum Prime Day, was war so die Umsatzzahlen, die du gemacht hast? Prime Day, wann war der nochmal? Oder meinst du jetzt den Black Friday? Den gab es auch, aber du hast im Prime Day irgendwas letztes Mal in unserer Community gepostet. Black Friday, vielleicht hast du es auch im Kopf. Black Friday war jetzt erst vor zwei Wochen, deswegen weiß ich noch ganz gut. Es waren 25.000 Euro in dem einen Account. Das war ein ganz guter Tag. Ja. Prime Day kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ich glaube, das war nämlich auch so in dem Dreh. Richtig fette Leistung. Also Unternehmen, was mehrere Millionen im Jahr generiert, hast du dir da aufgebaut. Eine wichtige Evolution war dann ja irgendwann, wir haben wir auch schon angeschnitten, um halt diese Millionen Umsätze im Jahr zu generieren. Team. Wann hast du angefangen zu sagen, ich brauche Unterstützung? Was für ein Punkt war das? Wie viele Produkte hattest du da? Und wie bist du vorgegangen? Hast du gesagt, ich brauche eine Vollzeitperson, eine Teilzeit? Mhm. War das offen? Was war das? Also ich glaube, das war der Punkt, wo ich etwa 3-4 Produkte hatte, wo ich eben an dieser Grenze war wirklich, ich habe 15 Stunden am Tag gearbeitet, habe eigentlich für nichts anderes mehr Zeit gefunden und gemerkt, okay, ich will trotzdem, dass das Unternehmen weiter wächst, dementsprechend muss ich jemanden dazu holen. Mhm. Jetzt rückblickend würde ich auch sagen, ich hätte es natürlich schon viel früher tun sollen, weil 15 Stunden am Tag arbeiten und das wirklich 7 Tage die Woche über mehrere Monate ist auf keinen Fall gesund. Mhm. Und da bin ich so vorgegangen, dass ich uns beide als Vorbild genommen habe sozusagen. Du hast mich ja auch erstmal reingeholt als Mädchen für alles und ich dachte mir, okay, ich brauche einfach eine Person, die sehr smart ist, die fähig ist und die frage ich einfach, ob sie mich in all dem unterstützt, wo ich eben Unterstützung brauche. Und da hatte ich auch schon jemanden im Sinn. Das war dann der David, der mittlerweile auch mein Geschäftspartner geworden ist. Und ich glaube, das war auch eben in dieser Level-Up-Facebook-Gruppe. Ich kannte ihn da noch gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass er meistens, wenn er Sachen kommentiert oder postet, ziemlich schlaue Sachen sagt. Ja. Dann habe ich ihn einfach angeschrieben und gefragt, hey, wie wär's? Hast du nicht Bock, mit mir zusammenzuarbeiten? Hat er gesagt, ja. Und hat sich was wirklich Gutes daraus entwickelt, muss ich sagen. Am Anfang eben ein Verhältnis, so wie wir es auch hatten, dass er mich ein bisschen unterstützt hat, hier und da unter die Arme gegriffen hat. Aber mittlerweile eben sind wir absolut auf Augenhöhe, Geschäftspartner. Ja. Und es war eine super Entwicklung. Ja, geil. War bei uns dann ja auch ähnlich, wenn wir uns dann entwickelt haben. Würdest du es genauso wieder machen? Das war ja im Endeffekt ein Allrounder, den du dir geholt hast. Mhm. Würdest du wieder jemanden holen, der ein Allrounder ist? Oder würdest du eher spezifisch jetzt Leute holen, die gewisse Teilbereiche, sag ich mal, abdecken? Ich glaube, ich würde jemanden suchen, der in einem Teilbereich wirklich sehr, sehr gut ist, aber sich auch nicht so schade ist, eben in der Anfangsphase auch andere Teilbereiche mit abzudecken, wo er jetzt vielleicht nicht top-notch ist, aber was er eben auch leisten kann. Weil dann kannst du ihn auch nur langfristig halten, würde ich sagen. Weil wenn du jemanden hast, der alles nur ein bisschen kann, dann wird das Unternehmen recht schnell über ihn hinauswachsen. Mhm. Weil umso größer das Unternehmen ist, umso mehr Positionen müssen besetzt werden. Und da braucht man natürlich in jeder Position jemanden, der genau das sehr, sehr gut kann. Ja. Und deshalb, damit man die Person auch langfristig behält, würde ich zum Beispiel dann sagen, okay, man nimmt sich jemanden, der den Controlling-Part sehr gut kann, sehr stark ist in Finanzen. Ja. Und wenn der dann auch erstmal vielleicht den Support mitmacht und sich dafür nicht zu schade ist, dann hat man
zu Beginn die eine Person, die alles abdeckt, also seine Ressourcen maximal genutzt, erstmal nur ein Gehalt, was man zahlen muss und trotzdem viele Aufgabenbereiche abgedeckt. Aber wenn es eben weiter wächst und man dann die Support-Position wieder mit jemandem besetzt, der da top ist, dann kann man trotzdem den Controller behalten. Ja, das ist ein cooler Tipp da. Was ich auch immer am Anfang sehr wichtig finde, was auch immer so sehr gut ausnutzt kann, diese Synergien, die wir eben auch schon angesprochen haben. Das heißt, du hast ja auch jemanden geholt, der auch Business aufbauen wollte im Amazon-Bereich oder vielleicht auch schon hatte und bei dir eben lernen konnte. Das heißt, was man da eben für einen Win-Win hat, ist eben, man zahlt ein recht geringes Gehalt. Also du zahlst ja dann nicht dann 20, 30 Euro die Stunde, da ist man weit von entfernt, sondern man zahlt echt, bei uns war das damals 8,50, 9 Euro, ja, also wirklich sowas, das Minimum, also das, wie nennt man das? Mindestlohn. Mindestlohn, genau, das ist das richtige Wort. Das kennen wir als Unternehmer ja gar nicht. Ja, also bei uns kriegt auch keiner Mindestlohn in der Company, deswegen ist es kein Begriff, den ich tatsächlich kenne. Und das ist halt so eine Sache, ne? Das ist halt, da geht es nicht ums Geld, sondern da geht es ums Lernen. Das ist halt das, was das Geld anders gewicht, weil es viel mehr wert ist und das wissen auch die meisten Leute. Das heißt, wenn man sich am Anfang wen sucht, gibt es ja viele Communities und wenn man da wen sucht, der eben sehr motiviert ist, der sehr gut auch in was ist, kann man das super gut leveragen. Klar, man muss bewusst sein, dass es nicht so langfristig sein wird, wenn ne, der eben auch ein Business aufbauen will. Das ist klar, das geht man ja von Anfang an auch schon mit der Einstellung rein. Das heißt, die Möglichkeit, ihn zu halten, ist entweder, dass du ihn irgendwann noch mit beteiligst, mit ins Business nimmst oder sich die Wege trennen. Das muss man einfach vorher wissen. Ne? Dafür hast du am Anfang den Vorteil, dass es halt echt günstig ist in Form vom Kapital. Hast du da wieder den Vorteil für die Produkte. Trotzdem eine sehr motivierte Person, weil sie halt super viel lernt. Also es ist echt eine geile Win-Win, die man da am Anfang so ein Business haben kann, was wir auch hatten und das hat echt immer sehr gut funktioniert. Ja. Ja, und Abrechnung halt auch auf Freelancer-Basis. Also war bei uns jedenfalls so. Ich glaube, ihr habt es auch so gemacht mit David, oder? Ja, aber auch da muss man, würde ich sagen, man muss dann die Rahmenbedingungen schaffen, dass es keine Scheinselbstständigkeit ist, sondern muss man eben gucken, dass die Person auch nicht nur an dich Rechnung stellt, sondern vielleicht bei einem anderen Business noch mit aushilft, bei einem dritten Business noch mit aushilft, damit man das auch so bürokratisch lösen kann, ohne irgendwie sich in Graubereiche zu bewegen. Ja, definitiv. Cool. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Kompetenzen auch schon gesprochen. Das heißt, du würdest wahrscheinlich jemand eher holen, der so einen analytischen Skill auch hat für die erste Person, so wie ich das jetzt rausgelesen habe, ne? Der dann noch weiter in die anderen Bereiche geht. Und dann, klar, für Fotografen, Designs hat man eher am Anfang jemanden, das ist eh so ein projektbasiertes Arbeiten mit Leuten. Also das, da gibt es halt eigentlich dann Designs, es gibt Freelancer, die das machen und das ist dann echt so ein Projekt. Das machst du einmal, zahlst dafür und dann ist das fertig. Das machst du sowieso am Anfang. Also, wie gesagt, das macht keinen Sinn, das überhaupt jemals selber zu machen, weil bis du gute Produktfotos machen kannst, kannst du dich gerne mal 2 Jahre hinsetzen und trainieren. Und außer natürlich, du kommst aus der Ecke. Ja. Also wenn du im Vor-FBA-Leben Produktfotograf warst, dann macht es natürlich mehr Sinn, dass du das selbst machst und dafür für die rationaleren Aufgaben jemanden dazu holst. Ja, Kamin wird gerade recht warm, ne? Ordentlich warm, ne? Da kommen die Schweißberge runter. Geil. Ja, lass uns noch mal ein bisschen jetzt dahin sprechen, was Evolution war von, haben wir so ein bisschen schon gesprochen, von den ersten paar Produkten zu den 10. Würdest du sagen, dass es dann noch was anderes gab, darüber hinaus zu wachsen? Ich sag mal so, die 10 Produktgrenze hast du vor einem Jahr ungefähr geknackt, ne? In dem Bereich lag das? Ein bisschen länger her, würde ich sogar schon sagen. Ja. War schon noch länger her. Und dann ging es weiter, ne? Weiter die Consistency durchgezogen. Was war da wichtig? Fremdkapital ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, um weiterzuwachsen. Team, was waren da so deine wichtigsten Learnings aus dem Bereich Fremdkapital, also Kapital, sagen wir mal so, und Team, die du da noch mit rausziehen konntest? Okay. Fremdkapital ist relativ schnell zusammenzufassen. Mhm. Solange man das Geld irgendwo gewinnbringend einsetzen kann, wird sich es auf jeden Fall lohnen in unserem Business, weil man zahlt selbst mit den Waren finanzieren, wenn du Bankkredit kriegst mit, weiß nicht, 3-4% Zinsen sowieso tipptopp, aber auch wenn du über Warenfinanzierer gehst mit 10% Zinsen aufs Jahr, wenn du ein FBA-Business hast, was gut läuft, dann machst du ein Vielfaches davon an Return on Invest. Also man darf sich da wirklich nicht zu schade sein, das Risiko auf sich zu nehmen, dieses Fremdkapital eben auch ins Unternehmen reinzuholen. Und das ist das Einzige, was man da, glaube ich, beachten muss, diese mentale Hürde, damit klarzukommen, wenn man eben eine höhere Fremdkapitalbelastung hat. Sollte man natürlich dann auch ab einem gewissen Punkt über eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung machen, GmbH, damit man eben sich als Privatperson auch nicht zu sehr belastet. Ja. Team, finde ich, ist ein viel wichtigeres Learning, weil das ist auch so der größte Treiber. Mhm. Es gibt nie eine Einzelperson, die irgendwas Großes aufbaut, sondern es ist immer ein Team an vielen Personen, die ihre Dinge sehr gut machen und die eben auch als echtes Team zusammenarbeiten. Und da hat man als Gründer, als Geschäftsführer eben vor allem die Aufgabe, diesen Leuten das perfekte Umfeld zu schaffen. Etwas, wo sich alle wohlfühlen, etwas, wo jeder genau die Ressourcen hat, die er braucht, um seine Skills gut einzusetzen. Und wo eben auch jeder weiß, warum er das tut und wie er
am Endprodukt letztendlich beteiligt ist, um die Motivation nicht zu verlieren. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Skill, den man dann zwangsläufig entwickeln muss, ab einem gewissen Punkt, wie man diese Bedingung schafft für sein Team. Im Hiring-Prozess, worauf achtest du bei einer Person, wenn du jetzt wen anstellst, was sind da so Kriterien, auf die du schaust, damit du da eine gute Entscheidung triffst? Also ich versuche immer, das Leben der Person im Big Picture zu sehen. Nicht nur zu gucken, okay, was hat sie vorher gemacht und was können wir jetzt zusammen machen, sondern eben auch, wo möchte sie hin und ist die Beschäftigung bei uns ein logischer Schritt auf diesem Weg von, wo ist die Person gestartet und wo möchte sie hin. Nur wenn das passt, wenn man da wirklich zur Entwicklung der Person beitragen kann, dann kann es auch langfristig funktionieren. Ja. Und was ich auch letztens erst gelesen habe, was ich eine ziemlich coole Frage finde für ein Bewerbungsgespräch ist, was müsste passieren, damit du den Schritt zu uns bereust? Weil aus der Antwort kann man wiederum sehr, sehr gut rauslesen, was die Motivation der Person ist und dementsprechend zuordnen, passt diese Motivation zu dem, was wir im Team suchen oder eben nicht. Ja, sehr, sehr gute Frage, die ist echt gut. Das mache ich ähnlich, ich probiere auch immer wirklich das Leben nachzuvollziehen, so die ganze Reihenfolge, was so sich ergeben hat und auch wo er hin will, weil das ist echt wichtig, dass du einfach Verständnis darüber bekommst, ob das überhaupt passen kann, weil ich stelle mir das immer so vor, du hast ein Puzzle und du probierst genau das richtige Puzzlestück zu finden und du hast echt eine ganze Bewerbung und einige passen so, kannst du reinquetschen, das würde passen, aber die willst du nicht, das willst du nicht. Am Ende macht das ja beide nicht glücklich. Also er wird nicht komplett aufgehen, das ist ja natürlich das Wichtigste, aber wenn die Person aufgeht und happy ist und Spaß an dem hat, was sie tut, dann wird sie auch einen guten Job machen. Das ist gut für die Company. Das heißt, das ist immer die Motivation dahinter. Und dieses Puzzlestück perfekt in diese Lücke zu passen, das einfach so richtig smooth sich einfügt und richtig so, oh, perfekt, das passt. Sehr gute Metapher. Ja, das passt sehr gut dazu. Und am Ende ist halt auch wichtig, dass man sich vorher mal Gedanken macht, was braucht diese Stelle denn eigentlich für einen Skill. Dann nehmen wir mal jetzt eben so einen kreativen Bereich, wie als Designer, als jemand, der visuelle Dinge tut. Da brauchst du halt jemanden, der eben sehr stark dieses Kreative ausgebaut hat. Das Coole ist, du kannst dir da halt echt gut Referenzen anschauen. Ne? Ja. Du siehst, was er vorher gemacht hat, passt der Stil zu dir. Passt es natürlich auch menschlich, ist super wichtig. Das ist auch so ein Gefühl, was man einfach hat beim Gespräch. Also ne, das merkst du auch einfach, ob das da auf so einer Wellenlänge ist. Das ist super easy, das hat jeder in sich. Und dann bei so anderen Positionen, wo es mehr in die Produktentwicklung geht oder auch ins Compliance, Finanzen, da brauchst du halt echt jemanden, der sehr, sehr strukturiert ist. Und wenn du das Coole ist, halt, wenn du eben sein Leben nachvollziehen kannst, dann merkst du auch schon sehr, sehr gut da drin, spiegeln sich die Eigenschaften, die er jetzt bei dir braucht, da wieder. Ne? Hat er die schon mal unter Beweis gestellt? Lebt er so? Also im Endeffekt, stell ihm nicht unbedingt die Frage, bist du strukturiert? Ne? Da wird er darauf antworten, ja, ich bin strukturiert, sondern guck dir an, was er gemacht hat, wo er sich strukturiert hat, widerspiegelt im Alltag, im Leben, bei Kleinigkeiten, das kann alles sein. Ne? Das findet man sehr schnell raus, weil das spiegelt sich eins zu eins auch wieder in seiner Arbeit wieder, also im Endeffekt seine Eigenschaft, die er hat. Und ich glaube, das macht ihr auch recht oft. Ihr sucht euch Leute, die sehr, sehr gute diese Eigenschaften besitzen, die auch den Skill schon haben und entwickelt die aber dann auch teilweise weiter, wenn es passt, also wenn ihr da wirklich Talent sieht. Also es ist echt selten, dass man so den perfekten Match findet, der perfekt den Skill schon so ausgeprägt hat, dass er ja so genau auf dem Level ist und das braucht ein bisschen, bis man ihn auch fördert, dass er da dann hinkommt, wo man ihn haben will, ne? So ein Evolutionsprozess. Ja, das kann man halt meistens nachträglich anlernen. Was man halt nicht nachträglich anlernen kann, ist Charakter. Also der steht an erster Stelle, der muss passen. Ja. Und was wir ganz gerne machen, ist Case Studies. Ja. Also bleiben wir mal beim Beispiel eines Designpostens. Dann geben wir eben den letzten 2, 3 Kandidaten die Aufgabe, schau mal, für dieses Produkt würden wir gerne ein Verpackungsdesign haben. Hier ist unsere Corporate Identity und lassen von allen einfach mal ein Verpackungsdesign anfertigen. Natürlich kriegen alle auch Geld dafür, aber so können wir halt sehr, sehr gut rausfiltern, wer hat es am besten gemacht und wen möchten wir dementsprechend dauerhaft im Team haben. Ja, das ist eine sehr gute Sache, weil am Ende, es kostet zwar mehr im ersten Schritt, aber langfristig viel weniger. Genau. Das ist halt ein Vielfaches wert, wenn du dafür dann die beste Person dauerhaft gewinnen kannst. Ja. Jetzt für die weitere Skalierung der Zukunft, was sind da die Hebel? Genau das gleiche wieder, es ist wirklich diese Consistency, die wir ansprechen, weil ich glaube, das fragen sich jetzt auch viele, okay, ihr habt das jetzt mal angeschnitten. Ne? Das ist im Endeffekt das Geschäftsmodell Amazon FBA, E-Commerce, du bringst neue Produkte, du vermarktest sie, baust halt Step für Step die Brand weiter aus. Ist das wirklich der Weg, den man fahren soll? Es gibt ja noch so viele andere Dinge, es gibt Pan-EU, es gibt 1000 Möglichkeiten, die man machen kann. Das ist auch das Problem, was ich bei vielen sehe, ist die Orientierung. Auch bei mir damals, es gab früher niemanden, der mir Orientierung gegeben hat. Und ich glaube, bei dir war es ähnlich. Du konntest halt ein bisschen dann von mir schon lernen, was nicht funktioniert hat. Da habe ich schon Orientierung gemacht. Ja, das hat dann gut geholfen. Ich hatte es nicht so wirklich, deswegen habe ich viel ausprobiert. Ich habe einen Online-Shop mal aufgebaut, alles gemacht. Und es geht alles. Es gibt alles so Möglichkeiten,
ne, die man da, an denen man drehen kann, um noch weiter zu wachsen. Bei dir ist halt eben die Consistency, die ich so spannend finde. Und das teachen wir auch bei AMC Ventures, einen super starken Fokus auf das, was zählt. Weil zu viele kommen irgendwann ab und lassen, haben dieses Shiny Object Syndrom. Oh, Pan-EU oder bam, in den USA verkaufen oder hier meinen Online-Shop aufmachen. Das ist die neue Möglichkeit, weiter zu skalieren. Das kann einen oft ablenken. Das sind alles wichtige Sachen, die auch Sinn machen an gewissen Stufen. Aber einfach zu sagen, das ist das Next Thing, einfach direkt raufspringen, ohne sich Gedanken zu machen, ist halt nicht ganz richtig. Was würdest du sagen, sind das so die Hebel, die du in Zukunft für sinnvoll siehst für eure Company und du sehr spannend findest? Spezifisch wirklich so Sachen wie Pan-EU, meinst du? Ja, auch sowas so wirklich, um das Business zu skalieren. Klar, wir haben die Consistency. Die Consistency ist, neue Produkte zu bringen. Das hat immer den größten Hebel. Weiteres Produkt, mehr Gewinn, mehr Umsatz. Das ist der Prozess. Wenn du das wiederholst, dann wächst das, die Company. Aber was sind dann Hebel, die du noch zusätzlich siehst, neben dieser Consistency im Produktaufbau? Okay. Also ich glaube, die drei wichtigsten Teilbereiche sind wie immer Kapital und Team. Und bei entsprechender Größe kommen eben noch Strukturen dazu. Ja. Dass jeder im Team alle Informationen, die er braucht, so cloudmäßig hat zum Zugreifen und nicht immer unnötige Kommunikationsstränge sind, gefragt werden muss und dann entstehen Verzögerungen. Also Strukturen zu bauen, die dem Team ermöglichen, effizient zu arbeiten, kommt dann noch dazu ab der Größe. Und es bleibt bei den beiden konstanten Team und Kapital, dass man das beides eben optimal weiterentwickelt. Ja. Und dann immer, wie du sagtest, Fokus darauf behalten, was hat den größten Hebel. Und das muss man halt Woche für Woche wieder individuell schauen. Mhm. Irgendwann kommt sicherlich der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es für uns wahrscheinlich sinnvoller, die bestehenden Produkte in andere Märkte zu bringen, als Beispiel Pan-EU oder USA, weil wir da den höheren Return of Invest haben gegenüber noch einem weiteren Produkt in Deutschland. Mhm. Aber das muss man eben immer wieder neu abwägen, wann der Punkt gekommen ist und darf eben nicht emotional entscheiden und gucken, ja, jetzt habe ich Bock, irgendwie was in Frankreich zu machen, weil das ist cool, sondern wirklich rational anhand von der Datenlage zu entscheiden, was ist fürs Unternehmen gerade der sinnvollste Schritt. Und da haben wir auch wieder den Fehler gemacht jetzt im Unternehmen tatsächlich, dass wir uns schon vorbereitet haben auf EU-Expansion, USA-Expansion und Co., weil wir ein bisschen Bock hatten zu expandieren, aber dann halt gemerkt, okay, kapitaltechnisch macht es eigentlich viel mehr Sinn, erstmal das, was wir haben, in Deutschland optimal einzusetzen, weil wir da den höchsten Return of Invest haben. Ja. Und dementsprechend Expansionspläne zurückgestellt für 2 Quartale und dann kann man immer noch neu evaluieren, macht es jetzt Sinn. Und das wird sicherlich dann auch irgendwann der Punkt kommen, aber man darf halt nicht den Fehler machen, das emotional zu entscheiden, sondern muss eben anhand einer rationalen Faktenlage entscheiden können. Ja. Wie machst du das genau fest? Du hast ja das rational schon angesprochen. Ist das dann wirklich eine Berechnung, die du durchführst, wirklich mal kalkulierst? Das heißt, was ist das Investment für Pan-EU? Ne? Erstmal Volumen auf den Plattformen, wie viel würde ich da verkaufen, Bindung in Ware? So das ganze Investment hinter sich anzuschauen, wirklich zu kalkulieren mit dem Stift oder wirklich mit Tabellen, wie man es auch macht dann irgendwann mit der Größe. Ist das der Weg, den du da wirklich gehst? 100%, ja. Also man braucht natürlich eine gewisse Variable drin, weil du kannst nicht 100% vorher sagen, wie die Absätze in den Märkten sein werden. Aber es gibt ja genug Software, die einem dabei hilft, das einzuschätzen, welches Volumen in den Märkten ist. Und sobald man diese Einschätzung hat, ist es reine Mathematik. Ja, das finde ich so geil, also auch immer für alle, die gerade zuschauen. Das ist halt wirklich, damit habe ich früher auch oft gestruggelt, diesen ganz rationalen Weg zu fahren, weil du hast ja auch gerade schon angefangen, hat man ja Bock. Und diese Impulse, man will, man, das ist interessant und neu und es reizt dann auch irgendwie ja da auch zu wachsen. Man denkt sich so selber, oh, ich kann was Neues lernen, ich kann mich weiterentwickeln und dann reizt einen das. Und da wirklich dann diese Disziplin zu haben, das durchzukalkulieren, sich genau auch auf dem Papier anzuschauen, macht das Sinn. Das ist wirklich sowas von wichtig, daran eben die Entscheidung zu treffen anhand der Zahlen, was am Ende, wenn möglich natürlich an Zahlen berechenbar ist, ne? Das eben auch so zu tun, zu kalkulieren und dann den Schritt zu gehen. Ne? Das Gleiche, auch ein simples Beispiel, nochmal jetzt klar, Pan-EU und sowas hatten wir gerade, aber nochmal simpler ist auch, bestelle ich mehr Ware von meinem jetzigen Produkt oder investiere ich es in neue Produkte? Auch das gleiche Thema, du kalkulierst es einfach. Du weißt ja, okay, durch eine größere Bestellung mit meinem jetzigen Produkt spare ich X, Y, Z beim Einkaufspreis, beim Import vielleicht noch und ne, habe dann meinen Return dahinter. Wie sieht der aus, wenn ich das günstiger einkaufe? Habe ich natürlich eine bessere Marge. Oder ich investiere es in ein neues Produkt. Was kriege ich daraus? Also wie viel würde mir das dann natürlich erwirtschaften? Das sind halt Dinge, die man einfach echt kalkulieren kann, wo man nicht unbedingt zu sich hinsetzen muss, oh, das mache ich mal. So, das ist halt, das passiert am Anfang oft, das hilft einem da wahnsinnig. Cool, das ist, glaube ich, nochmal ein mega krasser Tipp dafür. Wie siehst du die Zukunft von Amazon? Ich meine, du bist jetzt ja auch jemand, ich bin auch jemand, wir verkaufen nur seit Jahren. Wie siehst du die Zukunft auf der Plattform? Für eure Company, für neue Seller, was denkst du ist wichtig, wenn man jetzt weiter skaliert? Weil das Witzige finde ich auch immer, manche Leute sagen halt, ja, ihr habt ja vor 3, 4 Jahren angefangen. So, das ist immer so deren Aussage. Diese Aussage ist tatsächlich nicht ganz sinnvoll, weil wir halt immer noch Monat für Monat neue Produkte sourcen.
Das heißt, der Prozess ist immer wieder der gleiche, den wir durchlaufen. Ne? Klar, mittlerweile haben wir mehr Erfahrung dahinter. Das ist eine definitive Sache, die dazukommt. Ne? Der Skill, den man sich aneignet, der Plattform, man lernt das Ganze. Aber trotzdem ist immer wieder der gleiche Prozess. Der wird niemals anders. Das heißt, das erste Produkt vor 4 Jahren und heute, der Prozess ist gleich. Ich muss eine Nische finden, die eine Nachfrage hat. Ich muss ein gutes Produkt entwickeln, ich muss gut vermarkten. Das ist immer so diese 3-Step-Regel, die man eigentlich hat. Dann gibt es natürlich ganz viele Details dahinter, damit man das gut umsetzt. Also wirklich krass, wie wir uns auch weiterentwickelt haben. Also Sourcing vor 4 Jahren sah bei uns sowas von anders aus, als Sourcing heute aussieht. Ja. Marketing sieht anders aus, sage ich mal, ne, dann auch Finanzmanagement, Controlling, KPI-Tracking. Haben wir unsere eigenen Systeme gebaut, super advanced sind wir da gegangen. Das heißt, man wächst halt, sage ich mal, in den Skills, die ändern sich, sage ich mal, wie man es genau macht. Man wird besser drin, man lernt andere Dinge, ein Algorithmus ändert sich mal, auf den man sich neu einstellen muss, wo man Dinge lernen muss. Aber an sich ist immer noch die gleiche Reihenfolge, die man durchgeht. Wie würdest du jetzt sagen, ändert sich das Ganze in der Zukunft? Wird sich es ändern oder wird es der gleiche Ablauf sein? Zieht ihr da schon irgendwie Rückschlüsse für eure Company? Also grundsätzlich kann ich jedem empfehlen, der sich für die weitere Entwicklung von Amazon interessiert, einfach mal die Shareholder Letters zu lesen. Das war auch ein Tipp, den du mir, glaube ich, gegeben hattest. Und das war mit das Beste, was ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich habe zig Bücher gelesen. Diese Shareholder Letters, also die Briefe von Jeff Bezos an seine Aktionäre, sind wirklich tipptopp, weil man einfach super gut die Unternehmensphilosophie verstehen kann. Und ich habe dadurch auch das Gefühl gewonnen, dieses Unternehmen ist einfach so gut aufgestellt, die werden ihre Vormachtstellung unter keinen Umständen verlieren. Da gibt es ja auch immer wieder Ansätze, ja, Alibaba kommt nach Europa und Co. Ich bin der Meinung, dass Amazon, klar, Marktanteile verlieren kann, aber sie werden nicht ihre Vormachtstellung verlieren. Bildet euch gerne eure eigene Meinung, aber da habe ich schon mal sehr viel Sicherheit gewonnen, dass der Marktplatz an sich weiterhin eine super Umgebung bleiben wird. Ja. Und dann gibt es natürlich noch an zweiter Stelle den Zweifel, ja, aber was ist denn, wenn Amazon irgendwann nicht mehr auf die Marktplatzhändler setzt, sondern alles selber machen möchte? Auch da habe ich durch die Shareholder Letters den Eindruck gewonnen, ist absolut nicht der Fall. Sie setzen sogar sehr stark auf Wachstum der Marktplatzhändler und eben auch noch immer mehr auf Eigenmarken. Das merkt man an vielen neuen Projekten, die sie ausrollen. Brand Registry wird immer weiter verbessert. Sie haben wirklich auch Bock, dass Eigenmarken exklusiv auf ihrer Plattform verkaufen oder zumindest überhaupt sich sehr stark auf Amazon fokussieren, dort entsprechende Präsenzen aufbauen. Und dementsprechend glaube ich, dass man mit Eigenmarken, die man primär über Amazon verkauft, was ja nichts anderes ist als Amazon FBA, auch zukünftig sehr, sehr gute Karten hat und sogar Amazon einem versucht zu helfen, diese Bedingungen noch weiter zu optimieren. Ja, sehr wichtiger Punkt. Das habe ich auch, glaube ich, vor 3 Monaten mal mit dem Johannes von der Marke Snox gesprochen, die auch eine Eigenmarke sind, die angefangen haben, nur auf Amazon zu verkaufen, auch mehrere Jahre lang nur auf Amazon, jetzt irgendwann auch natürlich die Entscheidung getroffen haben, einen Online-Shop aufzunehmen. Das macht halt alles Sinn. Da muss man sich auch immer fragen, so, das ist auch noch eine Sache, die ich vorhin noch kurz erwähnen wollte. Und die Frage, was mache ich überhaupt? Mache ich einen Online-Shop? Mache ich Instagram oder YouTube? Ist eine Sache, wo du dich mal selber fragen musst, worauf hast du Bock? Zu viele Leute sehen das zu strategisch an. Und hier muss ich auch sagen, wenn du überhaupt keinen Bock hast auf YouTube, irgendwie da Videos zu machen, dann mach es nicht, weil es wird nicht gut. Das heißt, du musst dich selber mal fragen, was bist du denn eigentlich für eine Person? Hast du so übelst die Passion dafür, für Social Media und Co., dann wird das auch wahrscheinlich sehr erfolgreich werden, weil du deinen eigenen Weg da drin finden würdest und wirklich aufgehst. Gutes Beispiel ist auch wieder die Marke Snox. Johannes ist seit Jahren richtig, hat eine Leidenschaft für Social Media, für alles, was er tut. Und deswegen hat Snox auch die Brand dahinter da einen sehr starken Channel drüber aufgebaut, aber nur, weil es eben mit Liebe betrieben wurde. Hätte er sich hingesetzt und hätte gesagt, jo, ballert da mal ein paar Bilder raus, so ein paar Sneaker-Bilder mit so Socken, das wird schon gut laufen, ich mach das nicht, ballert das mal raus, passt schon. Dann wäre das niemals groß geworden. Und das ist genau der Punkt, wo zu viele Leute auch so strategisch rangehen und sagen, ich muss Instagram, ich muss YouTube machen, ich muss LinkedIn, Facebook, ich muss alles machen. Nee, stell dir die Frage, was passt zu dir, worauf hast du Lust? Und dann, wenn du das richtig angehst und diese Leidenschaft da drin verspürst, dann wird es auch erfolgreich werden. Oder wenn du eine Passion hast für Performance-Marketing, ne, für Facebook-Ads und alles, dann wirst du darin richtig gut werden und auch ein geiles Ergebnis abliefern. Aber alles nur zu machen, weil es Sinn macht und weil es ja andere tun, ist genau das Falsche, was ich damals darauf gemacht habe. Ich habe mich an anderen orientiert, die eben ne, irgendwas gemacht haben, dachte, oh, das muss ich jetzt auch machen, weil es gut läuft. Das ist genau die falsche Orientierung, damit reinzugehen, ne? Auf sich selber zu hören. Zurückzukommen zur Eigenmarke. Definitiv. Also es gibt immer mehr Projekte, die Amazon da unterstützt und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Zukunft, dass neue Brands, die entstehen halt einfach auf der Plattform Amazon, die guten Bedingungen einfach haben, um da zu wachsen. Ich meine, früher war es so, du hattest halt, klar, du kannst heutzutage immer noch eine Kickstarter-Kampagne machen, das ist auch cool, da kannst du richtig gut launchen. Ich glaube, Amazon baut auch mit der Zeit sowas Ähnliches auf. Mhm. Ich schon gehört, so ein paar Gerüchte, dass sie was auch in den Markt rein wollen, dass man da auch vorfinanzieren kann, was ich sehr spannend finde. Und
im Endeffekt auch mit Amazon Launchpad, wo dann nochmal die neuen Seller, also die neuen innovativeren Produkte auch, also mit innovativ ist jetzt nicht gemeint, dass du irgendwie 3 Jahre lang getüftelt hast, sondern das sind auch teilweise so Flaschen, die einfach ein bisschen anders aussehen. Die sind teilweise auch auf der Launchpad-Plattform, also gar nicht jetzt so weltbewegende Erneuerung, sondern einfach was neu ist, was, so, was man vielleicht vorher so noch nicht gesehen hat, wird da ausgestellt. Und es wird einfach sehr gut von Amazon supportet und das ist auch genau der Weg. Amazon wird niemals alles selber verkauft. Das ist einfach, das ist nicht deren Businessmodell. Die sind ja eine Plattform. Nur dadurch, dass sie eine Plattform sind, sind sie überhaupt so groß. Amazon verdient ihr Geld durch den Share, den sie nehmen, anhand der Sales. Amazon macht einen kleinen Teil, minimal, vielleicht 0,2, wirklich minimale prozentualen Anteil davon, durch eigene Produkte, die sie verkaufen. Das ist wirklich sehr, sehr gering. Das sind besonders halt so günstige Dinge wie HDMI-Kabel und sowas, wo sie halt gute Absätze erzielen. Das wird niemals passieren. Und die Empfehlung mit den Amazon-Shareholder-Reporten ist richtig gut. Also liest ihr euch unbedingt durch. Das ist am Anfang, das sind glaube ich 100 Seiten oder so, ne? So ein bisschen, muss man sich ein bisschen reinkommen, mal zu lesen, wenn man auch nicht so häufig Englisch liest. Aber das ist sowas von empfehlenswert, auch mal richtig gut Zeit zu investieren. Das ist besser als wirklich die meisten Bücher, die ich gelesen habe. Das ist echt, gibt einem erstmal sehr viel Vertrauen, aber auch, es zeigt einem die Werte auf, die Jeff Bezos hatte, um diese Company aufzubauen. Bedeutet, wenn man diese Werte bei sich implementiert, hat man so ein bisschen so dieses Grundfundament für Erfolg. Besonders, wenn man auch noch seine Plattform nutzt, die natürlich auch diese Werte bevorzugt. Das heißt, ein wichtiger Wert bei ihm ist Customer Obsession. Wenn du Customer Obsessed bist und ne, deine Kunden in den Vordergrund ziehst und ne, dass die wichtig sind, dann wirst du immer mit Amazon zusammenspielen. Das ist ne, wie, als würdest du zusammen Fußball spielen oder gegeneinander. Ne, das ist ein schöner Miteinander zu spielen. Kommt man besser voran. Ja. Und da sehe ich auch halt die Entwicklung sehr viel in diese Eigenmarken rein. Dass man da halt mit der Zeit, das hast du ja auch irgendwann mal dir überlegt, dass du sagst, hey, ich habe jetzt viel Cashflow-Produkte, was ist denn mit einer Brand, um das irgendwann mal anzugehen. Das machen auch viele. Das heißt, du baust dir mit einer Cashflow-Marke Traction auf und investierst irgendwann in eine Brand. Weil eine Brand aufzubauen ist nochmal was anderes, kapitalintensiver, weil du hast ein anderes Marketing, du musst halt mehr investieren in so die Außendarstellung des Ganzen. Es ist nicht mehr rein nur Produkt, 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 sondern auch noch viel, wie harmoniert das alles miteinander und wie spielt man damit zusammen, kann man mega viel rausholen und hat dadurch einfach sehr viel Rückenwind auf der Plattform, wenn man da einen guten Job in den Bereichen macht, die wir auch heute besprochen haben, vom Produkt zu Marketing und Co. Ja, das ist auch meine Meinung. Ja. Und was ich auch geil finde bei den Shareholder Letters, die Consistency wieder. Ja. Ich glaube, der erste ist von 1997 und schon da merkt man, dass genau diese Grundwerte, die er damals genannt hat, bis heute durchgezogen werden, Jahr für Jahr. Bezieht er sich wieder darauf, sagt, okay, deshalb haben wir die Entscheidung auch so getroffen, um unseren Prinzipien gerecht zu werden. Und ja, wenn es eben in den letzten 20 Jahren für dieses unfassbare Wachstum gesorgt hat, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass es in den nächsten 5 und 10 Jahren ähnlich aussehen wird. Ja, sehe ich ganz, ganz genauso. Consistency ist echt so wichtig. Also zu oft schaut man irgendwie auf diesen einen Tag, auf diese eine Woche. Und wenn du mal rauszoomst in den Monat, ins Jahr, dann ist es einfach nichts. Und das ist auch immer spannend, wenn du mal zurückguckst, wo du vor einem Jahr gestanden hast. Oder jetzt auch du. Wenn man das wirklich jetzt macht, denkt man sich, krass, was in diesem Jahr passiert ist. So echt verrückt. Wenn du aber nur auf eine Woche schaust, dann kannst du immer so ein bisschen eine verzerrte Sicht bekommen und dir denken, puh, war jetzt irgendwie so, war ganz okay die Woche. Ja. War okay. So. Ja. Und noch krasser wirst du, wenn du noch mehr rauszoomst. Wenn du jetzt auf die letzten 4 Jahre zoomst, crazy. Also wirklich, wo du vor 4 Jahren standest, was auch viele jetzt, denke ich, so miterlebt haben. Du hast damals ja auch noch dein Studium gehabt und da angefangen. Auf Papier. Auf Papier dein Studium gehabt und damit angefangen und jetzt ne, hast du ein Unternehmen, was Millionen im Jahr generiert. Das ist einfach crazy, diese Entwicklung dahinter. Wenn man mal wirklich dann rauszoomt und guckt, was passiert, wenn man konstant Tag für Tag eben Progress reinlegt, dann kommt man echt viel voran. Ja. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, wenn du dir dann ich von vor einem Jahr anschaust und dir nicht denkst, dass du ein kompletter Vollidiot warst, entwickelst du dich zu langsam. Ja. Würde ich so unterschreiben. Das ist ein gutes Zitat. Cool. Ja, damit habe ich keine Fragen mehr. War ein richtig geiles Interview hier gemütlich am Kamin. Das Feuer ist auch schon kleiner geworden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden vielleicht nochmal in der Zukunft, immer so im 1,5-Jahrestakt, wie wir es ja auch im Video aufnehmen, das heißt fürs nächste Interview, wenn wir uns noch wiedersehen, haben wir dann ein paar coole Fragen, können da nochmal drauf eingehen. Und ich hoffe, dir hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und noch danke, dass du dabei warst und ein cooles Interview hatten, schönen Tee getrunken haben. Und ja, dir einen schönen Tag, mach's gut und ciao, ciao.